Wurde Bruder Schwarz dann gemacht. Ja, wenn du das hörst, während du gerade ein Interview über die Yakuza unter der normalen Bevölkerung führst, dann wird eben doch schon so ein bisschen mulmig. Weil die Leute hier haben nach wie vor richtig Angst vor diesem Verbrechen und das auch aus gutem Grund. Deswegen habe ich das Video auch ein klein wenig umgestaltet. Du bekommst hier jetzt erstmal einen allgemeinen Überblick über die Yakuza, dann gibt es das Interview und zum Abschluss verrate ich dir noch, was du über die Verbrechergruppen wissen musst, damit du keine Probleme mit dem bekommst, wenn du in Japan unterwegs bist. Jetzt stellt sich natürlich erstmal die Frage, ja, Yakuza, jeder kennt die Gruppe, jeder kennt den Begriff, aber wo kommt der jetzt überhaupt her? Weil weder Polizei noch die Yakuza selbst bezeichnen sich mit diesem Begriff. Der Begriff stammt nämlich aus dem Kartenspiel Oichukabu. Die schlechteste Hand, die du dort haben kannst, besteht nämlich aus den Karten 8, 9 und 3. Auf Japanisch war es dann Yakuza ausgesprochen. Der Begriff bedeutet letzten Endes also so viel wie bei uns das 0815. Aber ja, die Yakuza selbst nennen sich natürlich nicht so, weil das wäre ja ziemlich beleidigend. Die nennen sich nämlich Ninkyo Dantai. Das bedeutet so viel wie ritterliche Organisation. Auch der Begriff Gokudo wird benutzt. Das kannst du wiederum als der extreme Weg übersetzen. Und die Polizei bezeichnet sie einfach bloß als Bolyokudan. Das bedeutet nur gewalttätige Organisation. Aber Yakuza sind nicht immer gleich Yakuza, weil es gibt viele verschiedene Gruppen, die auch in Konflikt miteinander stehen. Und allen voran, die enden alle mit so Worten wie Kai oder Gumi. In dem Video hier lasse ich dir jetzt aber als Eigenname einfach mal immer unübersetzt. Die größte Yakuza-Gruppierung in ganz Japan ist die Yamaguchi Gumi, die in Kobe gegründet wurde. Die beansprucht nicht bloß Gebiete in Japan selbst, sondern sogar im Ausland. Stand 2020 diese in etwa 8200 Mitglieder. Das klingt jetzt erstmal nach viel, allerdings ist das ehrlich gesagt ziemlich wenig, weil die waren schon mal viel, viel größer. In den letzten Jahren sind ihre Mitgliederzahlen aber immer und immer weiter gesunken. 2012 hatten die noch ganze 34.900 Mitglieder. Allerdings will ich jetzt gar nicht über die reden, sondern über die Yakuza-Gruppen, die in Hiroshima aktiv sind. Die sind nochmal wesentlich kleiner. Die beiden größten hier sind die Kyosekai und die Kyodokai. Zusammen haben die heutzutage noch etwa 200 Mitglieder. Das wirkt jetzt natürlich im Vergleich mit der wesentlich größeren Yamaguchi-Gumi schon so ein bisschen familiär und fast unbedeutend, oder? Aber weit gefehlt, weil die Yakuza in Hiroshima, die haben es wirklich in sich. Über deren Machenschaften wurde bereits mehr als bloß ein Film gedreht. Erst 2021 erschien zum Beispiel Blood of Wolves 2. Wo ist nun deren Gebiet? Nun, was stellst du dir unter Yakuza-Gebiet vor? Die besitzen heutzutage keine ganzen Stadtteile mehr und ehrlich gesagt weiß ich nie, ob das in der Vergangenheit anders war. Die Gruppen sind ja außerdem auch sehr stark geschrumpft. Wie gesagt, in Hiroshima noch etwa geschätzte 200 Mitglieder. Da habe ich schon auf so mancher Veranstaltung mehr gesehen, eigentlich auf jeder. Allerdings haben die nach wie vor in ganz Hiroshima ihre Büros verteilt. Und durch eine einfache Online-Recherche konnte ich bisher insgesamt 15 Stück ausmachen. Yakuza-Büros sind in den meisten Fällen nämlich ganz einfache Miet- oder Eigentumswohnungen. Und an dieser Stelle auch ein kleiner Tipp, wenn du dir in Japan jemals eine Wohnung mieten solltest, finde vorher heraus, ob die in der Vergangenheit mal den Yakuza gehört hat. Weil es ist durchaus schon vorgekommen, dass einer der Gangster nicht ganz so gut informiert war und ein altes Büro der Konkurrenz angegriffen hat. An dieser Stelle hier hatte ich eigentlich vorgehabt, dir mal eins der Büros der Yakuza von außen zu zeigen. Allerdings lasse ich das lieber. Ich kann dir aber so viel sagen. Das sind stinknormale Mietwohnungen. Die sehen nie besonders aus. Wenn du eins sehen willst, dann gebe ich dir den Tipp, google einfach danach. Weil die Adressen lassen sich auf der öffentlich zugänglichen Seite der japanischen Polizei finden. Und es haben in der Vergangenheit schon so einige Leute Bilder und Videos davon gemacht. Und jetzt erzähle ich dir mal so ein bisschen was über die größten Gruppen, die es in Hiroshima gibt, von denen du normalerweise wahrscheinlich nie ganz so viel mitbekommst.
Die Kyosekai hat heutzutage noch etwa 120 aktive Mitglieder und wurde im Jahr 1964 von Tatsuo Yamamura gegründet, der 7 Yakuza-Clans unter dem neuen Banner vereinte. Sie sind vor allem wegen ihrer besonders heftigen Konflikte mit den anderen Yakuza-Gruppen in Hiroshima bekannt und die brachten der Stadt letztendlich den Ruf der Stadt der Gewalt ein. Und an dieser Stelle hier ein kleiner Filmtipp. Battles Without Honor or Humanity bzw. auf Japanisch Jingi Nakitatakai dreht sich um die echten Yakuza-Konflikte im Hiroshima des 20. Jahrhunderts, die letztendlich zur Gründung der Kyosekai geführt haben. Seit ihrer Gründung ist die Gruppe außerdem im Konflikt mit der Yamaguchi-Gumi, weswegen sie im Jahr 1996 die Gojakai gemeinsam mit der Kyodokai, der Asano-Gumi, den Godo-Ika und den Shinbakai gründeten. Die Kyodokai sind an dieser Stelle ebenfalls noch erwähnenswert. Die sind mit etwa 80 Mitgliedern die zweitgrößte Gruppe in ganz Hiroshima und wurden von Tokujiro Takahashi in Onomichi gegründet. Deren Gründer ist angeblich sogar einer der einflussreichsten Menschen in ganz Onomichi, der 1951 sogar in den Stadtrat von dieser Stadt gewählt wurde. Einige Jahre später hat er es dann sogar in den Rat der Präfektur Hiroshima geschafft. Seine Karriere endete dann allerdings abrupt im Jahre 1967, weil er festgenommen wurde wegen illegaler Wetten auf ein Baseballspiel. Und in diesem Sinne, wenn du nach Hiroshima kommst, dann bist du Fan von den Hiroshima Corps, ansonsten kannst du dich umdrehen und gleich wieder gehen. Die meisten Personen, die Touristen hier in Japan wahrscheinlich für Yakuza halten werden, das sind einfach bloß Hosts aus den zahlreichen Hostclubs, die du hier in den Rotlichtbezirken der Städte finden kannst. Gerade in der jüngeren Vergangenheit haben die Yakuza nämlich immer mehr von ihren einstigen Privilegien verloren. Und erst am 24. August 2021 wurde zum ersten Mal überhaupt ein Yakuza-Boss zum Tode verurteilt. Bei dem handelt es sich um Nomura, den Anführer der Kudokai aus Fukuoka. In der Vergangenheit sind die im Regelfall nämlich immer noch mal davon gekommen, indem sie einfach eine großzügige Spende gemacht haben und sich entschuldigt haben. Ins Gefängnis musste dann einfach bloß der Handlanger, der den Auftrag ausgeführt hat. Die Yakuza sind also noch kein Relikt der Vergangenheit, obwohl sie natürlich auf dem besten Weg dahin sind. Weil die Gruppen schrumpfen nachweislich, weil es kommt kaum noch Nachwuchs rein. Immerhin müssen die Leute immer und immer mehr opfern, wenn sie beitreten wollen, erhalten im Gegenzug aber kaum noch Vorteile dadurch. Und es gibt auch viele Ex-Yakuza, die ihren Weg mittlerweile bereuen, weil jetzt stehen die ohne Ausbildung und Beruf da. Und obwohl Staat und Polizei sie bei ihrem neuen legalen Lebensweg unterstützen, haben die es einfach schwer, irgendwo eine Anstellung zu finden. In der Vergangenheit sind die meisten Mitglieder nämlich in ihren jungen Jahren ins Gefängnis gegangen und waren dann mit so um die 40 wieder raus. Danach war dann auch ihr Ruf viel, viel besser, weil sie mal gesessen haben. Und dann hatten die vorgesorgt. In der neuen Zeit bedeutete es aber im Regelfall das Aus für sie, wenn die in das Gefängnis müssen. Weil durch die viel, viel strengeren Gesetze gibt es mittlerweile auch lebenslange Strafen. Wer geschnappt wird, tja, Ende. Es gibt auch noch eine andere Seite der Geschichte, die auch schon von vielen Nachrichtenseiten aufgegriffen wurde. Nämlich die, die besagt, dass die Anzahl der Verbrechen der Yakuza auf dem Papier zwar zurückgeht, es allerdings mindestens genauso viele oder vielleicht sogar noch mehr gibt als je zuvor. Der Unterschied ist, dass sich die Yakuza auch an die modernen Zeiten angepasst haben. Entsprechend verüben die mittlerweile auch Cyberkriminalität. Und Gewaltverbrechen hingegen werden häufig über Mittelsmänner ausgeführt, wodurch die sich dann nicht mehr so einfach auf die Yakuza zurückführen lassen. Die Yakuza verschwinden letzten Endes also aus dem Bild der Öffentlichkeit, sind aber immer noch richtig aktiv und all das macht es auch für die Polizei schwerer, die noch zu kontrollieren. Dennoch sind sie nach wie vor in allem drin, was irgendwie Geld macht. Waffen- und Drogenhandel, Erpressung, Glücksspiel, Sexindustrie etc. etc. Und seit mindestens 2017 verdienen sie sich sogar als Angler. Die sammeln mittlerweile nämlich Seegut. Ja, als ich das zum ersten Mal gehört habe, da konnte ich mir das Lachen auch nie verkneifen. Der Grund dafür ist, dass Seegurken in China als Delikatesse gelten. 1 Kilogramm geht dort nicht selten gerne mal für 70 Euro über die Theke. Ein heftiges Sümmchen. Und dadurch sind Seegurken mittlerweile eine der größten Einnahmequellen überhaupt für die Yakuza geworden.
Im Jahr 2017 etwa hat die Polizei einen der Bossen der Yamaguchi-Gumi festgenommen, weil er im Besitz von ganzen 60 Tonnen Seegurken war. Der Straßenpreis davon etwa 765.000 Euro. Und das war auch nicht das letzte Mal, dass die Wen wegen dem illegalen Fangen von Seegurken gefasst haben. Und das machen die auch nie aus Langeweile, weil dieses illegale Seegurkenfischen führt zu sehr großen Umweltschäden. Dass die Yakuza dennoch häufig als ehrenvoll und sehr rechtschaffend angesehen werden, hat auch seine Gründe. Weil die sind nicht bloß in illegale Machenschaften verstrickt, sondern die helfen auch häufig nach Naturkatastrophen aus. Nach dem Kobe-Erdbeben von 1995, weil es zum Beispiel die Yakuza, die als erste Hilfsgüter geschickt haben und die auch verteilt haben. Und das wesentlich effizienter, als die Regierung es zu der Zeit konnte. Die brauchte nämlich erstmal ein bisschen, ehe die alles organisiert hatten. Die Yakuza hingegen waren sofort zur Stelle. Ähnlich ging es nach dem Tsunami in Fukushima im Jahr 2011 zu. Zu der Zeit haben die Yakuza außerdem ihre Büros wie das vorhin geöffnet, um den Obdachlosen dort Unterschlupf zu gewähren. Und außerdem gibt es natürlich auch zahlreiche Filme und Spiele rund um die Yakuza, die ebenfalls das Image so ein klein wenig aufpolieren. Die echten Yakuza haben zum Beispiel vor vielen, vielen Jahren mal Yakuza 3 getestet, das Spiel, und waren der Meinung, dass das eine durchaus realistische Darstellung ihrer Gruppe ist. Sie haben sich bloß ein bisschen darüber beschwert, wie der Protagonist Kiryu Kazuma gekleidet ist, weil sie meinten, der sieht irgendwie so aus, wie einer, der bloß die ganze Zeit unten auf der Straße ist und Handlangerarbeiten verrichtet, obwohl er dort ja einer der Anführer von so einer Yakuza-Gruppe ist, oder zumindest ein Ex-Anführer. Aber selbst solche Dinge, wie dass zum Beispiel ein Yakuza ein Waisenhaus geleitet haben soll, hat es wohl gegeben. Und mittlerweile gibt es auf YouTube auch zahlreiche Videos von Ex-Yakuza, die die Spiele bewerten. Die kritisieren dann zum Teil aber auch schon mal die verwendete Sprache, weil manchmal meinen diese, ja, wenn man diese Formulierung, diese Höflichkeitsanrede im echten Leben verwenden würde, dann würde es durchaus zu Problemen kommen. Aber trotz dem guten Ruf der Yakuza, also ich sag mal guter Ruf, sollst du nicht den Fehler machen und die irgendwie zu verharmlosen. Du musst immer daran denken, das sind nach wie vor gewaltbereite Verbrecher. Und um dir das Image der Yakuza mal so ein bisschen zu zeigen, frage ich jetzt einfach mal jemanden in Hiroshima, was er so über die Yakuza weiß. そういう人はやっぱり偉い人なんだなっていう、こう何も言ってこない。ああ、
ありがとうね、とか。普通よりも丁寧ですね。うん、やっぱり上の人っていう。それやっぱりこの、下っていうのは立ちが悪いんで、うん、やっぱりまあ、何やっとるんやとか、うん、やっぱ言われます。一般の方もちょっと言われますってね。うん、まあ、逆らえないんで僕らはね、やっぱり、ああ、どうも、みたいな感じになりますけど、まあ、ちょっと怖いですよ。うん、確かに。まあ、威圧感がある。やっぱりまあ、その、威圧感がないと、やっぱりやっていけん障害でもあるんだろうけど、僕はやったことはないけどからない。うん。まあまあ、そういう人もいっぱいおるけ、広島は。でまあ、今、広島だけじゃなくても、多いんじゃないですか、やっぱり。そうね、さすがに。すごく減ったね。ですよね、バンチャキ。広島、今バイトは、200人ぐらい、中データで、共同会と一緒の200人ぐらい。ああ、次、まあ、その、国に入ってない、その下の人もいっぱいおるじゃん。それは合わせたらすごいじゃんと思いますけど。だけど、まあ、広島どうですかね。うん。あのね、話題になるから山口組とか、うん、まあ、稲川会とか、うん、そういうなんか、全国区のやつが、広島じゃんね、今日、すごい有名なはずなんだけど。そうね。うん。って思いますね。あ、この辺にもあるんじゃ、やっぱりね。うん。この辺多いですね。やっぱりいいところ住んでる。そうね。事務所もいいところに構えてる。やっぱり、自宅の事務所がね、ま、すごくそっちみたいだ。あ、こっち行っちゃったら、一和会とか、一和会もうないからね。うん。山口が、半山口に経済とか。うん。うん。あの、竹中正樹さん。殺された時に一社会でやるし、うん、飲みたけど、あんまり共生会は別にその辺は関わり合いないんかなと思って、あんま俺がベラベラ喋ってもいいことやるとかわかんないですけどね。まあ知っとる人はなんかあの、なんかウォールよりなんかやっぱり恐喝で一回取ったとかやっぱりまあでもその人はやっぱり強いよね、その共生会と関係があるとかっていう人はやっぱりいますけど、うん、でまあその初代の人、うん、初代の人とか今何代目かわからんけど、詳しくはそこまではわからないんですけど、うん、その何代目と知り合いだとか、今5代目だったかな、うん、5代目と関係があるよって言った人とか、うん、初代のと関係がある人にはやっぱり強いですよね、うん、俺を誰だと思ってるみたいな感じで言って写真を出してくるっていう人が知り合いでいますけど、うん、あ、そんなに力があるんじゃんか、うん、こう、なんかあったらこう俺らが行くよみたいな感じの話は聞いたことありますね、いろいろ。うん。まあ、全然反社じゃないし、普通なんで僕はね。うん。僕は一般人なんで、うん。あんまりその辺詳しくないですけど、まあ、周りから。うん、まあ、いますよ、同級生でもやっぱりね、なってったっていう人も話は聞くし。うん。やっぱりまあ、頭がいい。うん、本当に、上に行く人は。うん、頭がいい。本当に、ちょっとまあ、一般のサラリーマンとかになっとっても、かなり出世するんじゃないっていう人がやっぱ多いですね、聞いても。うん。うん。友達なんかもすっげえ頭良かったですね。うん。で、もう今、その、若頭以上にこう言っとるよって、まあ55歳なんですよ。うん。で、まあ、同い年ぐらいの人でやっぱりまあ、すごいそこまで行くっていうのはなかなかないよっていうのは聞いたことあるんですけどね。うん。広島で。うん、あ、東京とかわかんないやつ。うん。大阪とかにもやっぱいるんちゃうと思うけど、うん、ちょっとまあ柄の悪い人とその、そっち系のまあまた別な話で、うん。ね、今から反射とかしながらありますけど、まあそうな感じじゃないですかね。うん。まあ俺はそこまで詳しくないんで、あまり語っちゃうね、俺殺されても困るんで、本当に。そうなんですよ。俺がね、なんか言いよったとかで、ね、待ってね、叩き上げられても困る。Wenn du selbst jetzt aber irgendwie mal so einem Yakuza begegnen solltest, dann musst du nie sofort wegrennen. Ich selbst habe zum Beispiel schon mal zwei der Herren am Strand getroffen, wo sie aufgrund ihrer wirklich sehr imposanten Ganzkörper-Tattoos, auf Japanisch Ilezumi genannt, zu erkennen waren. Obwohl ich hier auch sagen muss, dass es mittlerweile auch so einige ganz normale Leute gibt, die sich solche Tattoos machen lassen, ganz einfach bloß um cool zu wirken. Der Grund, weswegen du vor den Yakuza keine Angst haben musst, ist aber ganz einfach der, weil du für sie ein Katagi bist. Das bedeutet übersetzt so viel wie Zivilist. Und so nennen sie all jene Leute, die nichts mit ihren Machenschaften zu tun haben. Und die sind für sie im Regelfall ganz einfach bloß egal. Aber natürlich gibt es auch da ein paar Ausnahmen. Eine ist zum Beispiel der Yakuza-Boss, von dem ich dir vorhin erzählt habe. Der wurde nämlich zum Tode verurteilt, weil er eine Krankenschwester umbringen ließ, die ihn im Krankenhaus behandelt hat, wird aber genauso behandelt hat wie jeden anderen Patienten auch. Und das hat ihm so gar nie gepasst. Der Yakuza-Boss selbst war übrigens nie wegen irgendwas wie einer Schusswunde oder so im Krankenhaus, sondern freiwillig sozusagen, weil er eine Penisvergrößerung hat vornehmen lassen.
Normalerweise rennen Yakuza nämlich nicht einfach durch die Stadt und rauben dich aus. Und dann würden die damit die Polizei auf sich aufmerksam machen. Und das ist einfach nicht in deren Interesse. Das hat mir auch schon mal ein Barkeeper hier in Hiroshima erzählt. Und das gesamte Interview mit dem findest du, wenn du jetzt hier auf den Link oben rechts klickst. Solange du denen jetzt also nie gerade in die Quere kommst, sollte das alles überhaupt kein Problem sein. Deswegen sollst du jetzt vielleicht nicht gerade deren Hauptquartier besuchen, das irgendwo abgelegen auf einem Berg liegt. Aber selbst wenn du das machst, werden wahrscheinlich eher genervt von dir sein, als dass sie dich wirklich attackieren würden. Und eindringen dort sowieso nie, ganz einfach weil es Privatgelände ist, dann wirst du nämlich Probleme mit der Polizei bekommen. Jetzt weißt du, was du machen musst, wenn du in Japan mal einen Yakuza treffen solltest. Willst du hingegen wissen, wie du dich zu verhalten hast, wenn die Polizei hier was von dir will, dann drücke jetzt auf das Video links. Ansonsten abonniere den Kanal, stell die Benachrichtigungen an und hinterlasse ein Like. Und ich bedanke mich damit wie immer fürs Zuschauen und sage Ciao und bis zum nächsten Mal.